Hi, hier ist Kiki und heute mit einem super kurzen Tipp. Ich mache mir nämlich gerade ein Blech mit frischem Gemüse, mit Spargel, mit Paprika, mit Auberginen und obendrauf tue ich Kräuter mit Knoblauch. Und zwar riecht man ja mit dem Knoblauch immer so an den Fingern und dafür gibt es einen gigantischen Tipp, wo das ganz schnell wieder weggeht. Das zeige ich euch. Hier aber zuvor mein Backblech. Kann ich euch gleich mal das Rezept geben. Also ich mache ein Backblech, ein Butterbrotpapier, Paprika, Auberginen mag ich sehr gern und diesmal grüner Spargel. Sonst nehme ich noch Kartoffeln, die ich würfel oder Zucchini oder was weiß ich, was ihr für Gemüse mögt, ist ja wurscht. Auf jeden Fall gebe ich dann Salz drauf und ein gutes Olivenöl und Zitronensaft. Und dann natürlich die Kräuter aus dem Garten. Diesmal habe ich Salbei und Rosmarin gefunden. Und was ich super gern mag, ist eben gehackter Knoblauch obendrauf. Und der Knoblauch, der riecht natürlich immer wahnsinnig an den Händen. Und wie das abgeht, ist nämlich super einfach. Edelstahl ist nämlich das, was hilft, Geruch von den Händen zu nehmen. Wenn ich jetzt nach Knoblauch rieche und dieses Messer sauber mache und dann gleich mit den Händen über dieses Edelstahl drüber gehe, also möglichst nicht schneiden, ja, dann ist der Geruch des Messers sauber und der Geruch ist total weg. Also jeder hat ja wohl ein Edelstahlmesser zu Hause und das muss er ja eh sauber machen. Und dann soll er es halt mit den Händen sauber machen und dann ist der Geruch von dem Knoblauch und was weiß ich noch alles weg. So, das war jetzt mein kurzer Tipp. Und zwar mit dem Edelstahl, um seine Finger zu reinigen. Es gibt auch in solchen Designkatalogen, gibt es zum Beispiel auch kleine Edelstahl-Blocks, wo man dann eben die Finger auch reibt, wie Seife unter Wasser und dann ist es weg. Aber wie gesagt, das geht mit dem Messer genauso. Das war kurz und bündig und bis dahin, eure Kiki.